Ja, wer hätte das gedacht, was ich hier alles erleben darf, dank Montafon TV mit Ihnen im schönen Tal. Niemals hätte ich daran gedacht, dass ich mit Priska tanzend auf der Kulturbühne in Schruns beim letzten Heimatabend vor der Sommerpause eine Polka tanze. Meine Mami ist stolz auf mich. Neben mir eine echte Jägermeisterin. Die Brigitte war vor 41 Jahren die erste Frau, die in Vorarlberg einen Jagdschein abgelegt hat. Erinnern Sie sich noch dran? Ja, sehr gut. Ich war die einzige Frau im Kurs unter 50 Männern. Und das war ein bisschen komisch für mich am Anfang, aber es hat sich gelegt. Ich habe tüchtig gelernt und habe gemerkt, ich muss mich nicht schämen. Und es hat mir Spaß und Freude gemacht und war auch die Beste fast bei der Prüfung. Und vor allem die beste Schützin. Sie hat sogar die Männer ausgeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Jägerweltmeisterschaft steht an, Brigitte, Ende März, Anfang April. Sie werden dabei sein, nehme ich an. Ja, sicher gern auch noch. Ich hoffe, ich mache auch ein bisschen einen kleinen Preis. Viel wird nicht werden, aber ein bisschen was. Wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen, Brigitte. Können Sie unseren Zusehern noch sagen, Sie haben seit 41 Jahren den Jagdschein. Wann ist der Funken übergesprüht? Wann ist es zur Liebe gekommen, zur Jagd? Mein Vater war Förster und Jäger, da bin ich als Kind schon mitgegangen, ab und zu. Und dann mein Mann war Polizist und Jäger. Und dann bin ich natürlich, wie ich Zeit hatte, immer mitgegangen. Und es war super und schön. Und ich habe viel gelernt in die Natur, von der Natur. Und es war traumhaft einfach. Und habe auch dann ab und zu was schießen dürfen. Und habe mich dann immer sehr gefreut. Obwohl es mir hinterher leid getan hat, aber es war schön. Auf jeden Fall ein gutes Zielauge haben, eine sichere Hand und ein scharfes Auge. Weil ich gesagt habe, wann ist der Funken übergesprüht, Brigitte? Waren Sie am Funker, beim Funkerabrennen? Haben Sie zugeschaut? Na, vom Balkon aus habe ich zugeschaut, weil ich sehe vom Balkon gut zum Funken. Schön, dann schauen Sie jetzt mit uns hier den nächsten Beitrag an, denn wir waren natürlich Brauchtumspflege, ich habe es Ihnen gesagt, im Schruns beim schönen Funkenabrennen. Meine beiden Kollegen, unser Produktionschef, der Christian Böhm und der Jürgen Halle-Haller waren dabei und da hat's gefackelt und gelodert. Unwahrscheinlich.